Wie gesagt, Ahmadiyya ist kein Islam. Das heißt, jemand, der sich als Ahmadi bezeichnet, ist kein Muslim, da die Ahmadiyya daran glauben, dass es einen Propheten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geben würde. Und das ist ganz klarer Unglaube. Und jemand, der sowas glaubt und nach sowas lebt, ist kein Muslim. Das heißt, ihr müsst den Islam annehmen. Ich gucke ja auch nicht Videos von denen oder ich gehe auch nicht in Moschee von denen. Der. Ja, Also, klar. komisch, aber ich bin so geboren. Keine Ahnung. Ja, ich möchte auch Islam annehmen, aber nicht heute. Warum denn nicht? Was ist denn, wenn du Ja. morgen stirbst? Wenn du morgen stirbst, Ja, das. ist... Ja, das habe ich doch auch dir die ganze Ja. Zeit gesagt. Ja, ich weiß, Emmy. Deswegen, Ich hör auf deinen Sohn. möchte. Also guck Ja, ich mal, möchte. du, guck mal, noch, guck mal, wir machen das anders. Bist du fest davon überzeugt, dass man niemanden anbeten darf, außer Allah? Ja. Und bist du fest davon überzeugt, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und der letzte Prophet ist? Ja. Das heißt, kein anderes Prophet, weder Mirza Ghulam Ahmed noch jemand anders? Na, Genau. Okay, dann sprich mir nach, du und dein Sohn, okay? Ashhadu Ashhadu an an la ilaha La ilaha illallah illallah wa wa anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah wa khatimu wa khatimu al-Anbiya. Al-Anbiya Alhamdulillah. Also ihr habt gesagt, ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden als Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist und der Siegel aller Propheten, das heißt der letzte Prophet. Alhamdulillah, herzlichen Glückwunsch zu eurer Entscheidung. Alhamdulillah, jetzt seid ihr Muslime, keine Ahmadiyya mehr. Danke. Ja. Alhamdulillah. Ja, inshallah ist das auch eine Motivation für die Ahmadiyya da draußen, ja, die immer noch nach der Ahmadiyya-Lehre gehen, dass die das ablegen und dass die Muslime werden, dass sie die Schahada auch sagen. Ja, Alhamdulillah. Also das heißt, du bist durch deinen Sohn und die Videos, die du immer bekommen hast, überzeugt worden, ne? Was kannst du denn den Ahmadiyya-Leuten sagen? Ja, auf jeden Fall, ihren Weg ist das und die glauben das nicht. Ich bin da also damit also aufgewachsen, aber Ja. damals wusste ich ja nicht und ich konnte, als man älter wird, dann entscheidet man sich, aha, wo war ich? Ja. Also auf jeden Fall ihren Weg, also Ja. viel die Lügen. Ja, viel mit Lüge zu tun und mit falschen Ja. Behauptungen, ne? Ich wünschte, dass jetzt meine Familie auch viel konvertiert. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah.